Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Anno 1800. Und ihr seht schon, ich grinse. Dieses Grinsen kommt deswegen zustande, weil es das erste Video auf meinem Kanal sein wird, welches eine Facecam beinhaltet. Ja, ihr seht mich jetzt da oben irgendwo in der Ecke. Und ich weiß nicht, ob euch das gefällt oder nicht, ist mir auch scheißegal. Ich wollte das schon immer mal machen. Oder nicht immer, aber sagen wir mal die letzten anderthalb Jahre oder so. Aber ich war mit meinem Aufnahmeprogramm DX3 so zufrieden, dass ich das irgendwie immer vor mir hergeschoben habe. Und jetzt bin ich umgestiegen auf OBS und da hat sich's angeboten, dann eben zu machen, ja, die Facecam anzumachen. Warum nicht? Ich habe mir die schon vor auch anderthalb Jahren oder so gekauft, wollte damit streamen, hab's aber auch nie geschafft. Ja, aber deswegen jetzt quasi Brille hier live am Anno zocken auch dabei. Hier oben in der Ecke könnt ihr meine Reaktionen mitverfolgen, wenn es denn welche gibt. Wahrscheinlich eher schlechte. Ihr kennt das. Ihr kennt das. Und wir sind momentan echt schlecht dran. Unsere Bilanz ist mal wieder ordentlich negativ. Wir sind im Krieg. Es ist viel zu tun. Aber wenigstens haben wir hier eine ordentliche Flotte an Schiffen, die wir hier benutzen können. Und ich gucke nochmal gerade, sind die alle leer soweit? Ja, ne, die haben wir, glaube ich, alle leer gemacht. Wir wollten auch, glaube ich, jetzt demnächst mal wieder in den Krieg ziehen. Verschiebe ich. Denn ich will jetzt erstmal gerade gucken, dass wir die Bilanz hier wieder ein bisschen besser hinkriegen. Wir werden jetzt einfach ein paar Leute aufsteigen lassen. Wir werden ein paar Leute aufsteigen lassen. Damit das hier... Bauernhäuser können wir jetzt gerade nicht so gut aufsteigen lassen. Das hier geht gar nicht, weil... nicht genug Kirche. Naja. Ich weiß halt immer noch nicht, wie wir das hier anbinden werden, aber ist auch egal. Was ist denn hier? Auch Kirche? Wo ist denn die? Die ist hier. Aber wieso... Ach, hier ist auch noch eine, okay. Ein letzter Blick. Na gut, dann breiten wir uns nach hier noch aus. Hallo, was ist denn da los? Ach, ich habe keinen Stahl. Ja, das ist natürlich dumm. Das ist natürlich dumm. Wird produziert, okay. Gucken wir mal gerade auf die Zeitung. Okay. Ist gerade ein bisschen leise für mich hier selber. Machen wir mal ein bisschen lauter. Also, die Rumknappheit, ja. Haben wir Rumknappheit? Hätte ich jetzt nicht gewusst, aber okay. Ach, wir veröffentlichen jetzt so. Scheiß drauf. Aber wieso haben wir eine Rumknappheit? Hier ist doch überhaupt keine Rumknappheit. Für das Vertrauen, Direktor. Oder? Da, ist doch alles da. Schnaps. Schnaps ist doch ohne Ende da. Das ist doch kein Problem hier. Ach Gott. Wir müssen hier anbauen. Es hilft nichts. Wir müssen jetzt mal unser Dorf hier noch ein bisschen weiter vergrößern. Da ist es schon echt groß. Aber es hilft ja trotzdem nichts. Hier, nach hier können wir noch erweitern. Hier kommt eine Straße. Ja, es ist schwierig. Es ist alles sehr schwierig hier. Aber ich will, dass wir, bevor wir jetzt in den Krieg ziehen, die Bilanz wenigstens so ein bisschen aufpolieren. Das wäre nicht so schlecht. Kacke, da direkt an der Kirche dran. Es ist doch alles vermurkst hier. Aber machen wir das erstmal so. Dann ist jetzt hier halt ein bisschen viel Weg, aber das ist ja egal. So. Hallo. So, müssten eigentlich jetzt alle angebunden sein, wenn ich das richtig sehe. Okay. Ja, wenigstens ist die Bilanz jetzt nicht mehr ganz so negativ. Aber dann können wir demnächst auch noch mal ein paar... wir haben alle keine Kirche hier. Hä? Das ging aber. Okay. Machen wir schnell, bevor das... Ah, Gott, der Stahl, Leute, der Stahl! Das waren wir auch noch am Machen, ne? Die ganze Schwerindustrie auf die andere Insel verfrachten. Sind wir da eigentlich schon irgendwie... Die Lager sind voll.
Ich habe hier schon eine Eisenmine, glaube ich, gebaut. Ne, Kohle ist es. Da kommt jemand. Sonst, ach, hier ist Eisen, haben wir auch schon gebaut. Okay, Kohle, Eisen haben wir. Aber wir haben überhaupt keine Arbeiter hier derzeit. Warte mal, wir machen die auf jeden Fall mal auf Pause. So. 50 haben wir hier sowieso. Okay. Aber das ist halt hier noch nichts. Das müssen wir auch alles anbinden hier. So. Okay, aber da kümmern wir uns später drum. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht das Wichtigste, das hier auszulagern. Wie sieht es denn hier überhaupt aus? Wir haben eine Stahlproduktion an, also eine Stahlträgerproduktion an. Die Kanonen sind momentan auf Pause. Ach, die Nähmaschinen, ne? Die brauchen wir auch noch. Naja, stimmt, das habe ich wegen den Nähmaschinen gemacht. Wir haben eine Nähmaschinenfabrik, richtig? Ja, die arbeitet auch auf 100. Gut, wir müssen gucken, dass das hier sich einpendelt. Aber das wird es. Das wird es. Das so, ist wie eine frische Brise. Wir haben noch ein Problem. Hier ist kein Krankenhaus. Aber gut. So, jetzt ist die Bilanz eigentlich schon wieder ein bisschen besser. Was ist da? Das ist eine Ruine. Okay. Ja, Leute, ich würde sagen, wir ziehen jetzt in den Krieg. Wir müssen jetzt die Alte da fertig machen. Wir haben eine gute Flotte. Was hat die hier? Was hat die hier? Die hat hier kleines Geschütz, kleines, großes, großes. Das ist schon ein bisschen was. Hier das natürlich auch. Ah, kriegen wir das hin? Schwierig. Wo ist eigentlich unser Flaggschiff? Habe ich das nicht... Eine Nymphe? Nee, wir haben gar keins. Ist unser Flaggschiff untergegangen? In ja wo? Stimmt, irgendwas war, ne? Irgendwas war. Hierbei, oder? Was war denn hier? Welches Schiff hat das? Da, es ist doch fast da. Wir haben eine Fregatte hier. Wir haben aber kein Hauptschiff. Warum haben wir kein Hauptschiff? Wir brauchen ein neues. Flaggschiff. Gib mir das. Come on, biet es mir an. Hallo, Hayopai. Normalerweise kann ich das auch kaufen, oder nicht? Ah, jetzt. Dankeschön. Das setzen wir auch direkt auf die 1. Gut, wir haben wieder ein imperiales Flaggschiff. So. Ich guck mal gerade, ich muss mal gerade die Diplomatie angucken. Also wir haben natürlich Krieg mit der, aber den könnten wir eigentlich... Ne, wir haben momentan Waffenstillstand. Das ist ganz gut. Mit der haben wir natürlich Krieg. Oh, da ist aber die Isil-Militär schon noch deutlich besser als wir. Eieiei. Und mit euch beiden geht's noch so einigermaßen hier alles. Unmöglich, unmöglich. Warum ist das eigentlich alles unmöglich hier? Absolut sicher, nicht Angriffspakt mit... Ja gut, brauchen wir aber jetzt erstmal nicht. Greift uns ja sowieso nicht an. Da kommt unsere Armee. Sei unsere Flotte. Ja, wie machen wir das jetzt hier? Wir müssen, woher kommen wir am besten? Am besten von unten. Ich schicke die von unten daran. Hierhin. Hier, das haben wir ja schon übernommen in der letzten Folge. Sind noch irgendwelche Items auch drin. Ja, schauen wir mal. Hier ist gerade ein Schiff relativ nah bei uns. Keine Ahnung, es wird beschossen vom Gelben. Und es beschießt den Lilanen. Bereit für neue Befehle. So, Bilanz. Ja. Ach,
Hier fehlt die Schule. War alles nervig. Ich habe richtig dumm, glaube ich, mein Dorf gebaut, habe ich irgendwie das Gefühl. Wir kriegen viel zu langsam Stahl rein gerade. Aber ich kann auch nicht... Ich kann die zweite Stahlfabrik vielleicht wieder öffnen. Wenn ich sehe, dass das... Ja, aber es geht nach oben hier mit dem Eisen. Dann machen wir die mal auf. Zurück an die Maschine. Und schon sind wir wieder minus. Ja, schwierig, schwierig. Hier hat sie auch noch eine Insel. Da macht sie irgendwas mit Schweinen. Also inseltechnisch sind wir eigentlich ganz gut da. Wir haben der ja immer wieder was abgenommen. Vor allem die große hier unten. Ist ganz gut, glaube ich, dass wir die haben. Boah, sind die lahm, ey. Boah, Gott, da bist du ja morgen noch beschäftigt. Guck mal. Der Kleine hätte das hier, der ist schon fast tot hier. Jetzt kommt aber leider noch eine Fregatte von der Alten. Naja. Hier ist auch wieder nicht gut. Ein Schiff erster Klasse. Ach, wir haben eine Fregatte, die hier, okay. Übrigens mal gerade gucken, was haben wir denn hier eigentlich? Verwendbar in Kriegsschiffen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Brauchen wir nicht. Wir brauchen mehr Schaden an Gebäuden. Gebäude. Aber sie sind so lahm. Wir sollten stets nach dem Außergewöhnlichen streben. Sollen wir den Clipper hier versenken? Ja, wir kommen näher. Gleich kann er schießen. Unser Hauptschiff ist einfach ein bisschen schneller. Bereit für neue Befehle. Komm, feuer doch mal. Oh, ich bin ein bisschen nah an dieser Insel dran. Macht aber nichts, müssen wir jetzt lang. Laufen Koordinaten an. Jetzt wird mal geschossen da. Flaggschiff. Na endlich. Den kriegen wir. Vielleicht hat er was Gutes geladen da. Kann ich noch am Schiffe bauen? Nee, oder? Derzeit nicht. Nee. Nee. Ich guck mal gerade hier drauf. Unorte haben wir natürlich viele. Ruinen. Wir haben noch irgendwo eine Ruine. Ach Gott, das ist auch alles Kacke. Oh, die ganze Schweinescheiße ist auch Kacke. Das wusste ich nicht. Da kann ich natürlich nichts machen. Na gut. Er hat ein bisschen was abgekriegt hier, er. Aber das passt schon. Er hat zumindest vorerst nichts mit den Schweinen. Ich meine, die kann ich dann auch irgendwann auslagern, aber das ist jetzt nicht. Hat jetzt keine Priorität. Wir sehen hier schon, wenn ich hier scrolle. Es ist schon ein bisschen hakelig geworden. Ich werde in der nächsten Folge wahrscheinlich mit einem anderen Format aufnehmen. Ich habe das hier jetzt nochmal zum Testen auf 2560 und dann hochskaliert. Ich werde das wahrscheinlich ab der nächsten Folge werde ich Anno in Full HD aufnehmen, aber dann nur noch in normalem Full HD und werde das dann hochskalieren. Das wird wahrscheinlich fast genauso aussehen für euch, aber es wird nicht mehr so ruckeln. Ich will ja für euch nur das Beste. Doch klar. Das wäre. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Gucken, ob hier noch alles in Ordnung ist. Ja. Müssen die auf jeden Fall bald anbauen. Hilft nichts. Aber ich will jetzt erst diesen Krieg hinter mich bringen. Mit der Alten. Das ist wichtig. Rüstet sie sich? Nö. Immer noch genau dasselbe da. Zwei große, drei kleine. Die hier, die schießen gar nicht so weit, ne? Wenn ich hier stehe, können die erstmal gar nicht schießen. Die hier schießen ja deutlich weiter. Ja. Wie viele Schiffe haben wir?
10. Ah, das muss ja wohl reichen hier. 10 Linienschiffe, Leute. Bisschen Micromanagement und dann kriegen wir das dahin. Wird doch wieder wohl gelacht. Ein paar Bauern aufsteigen. So. Jetzt ist die Bilanz aber wieder positiv. Wir müssen nur sehen, dass die Waren gleich bleiben. Ja, Schweine, ne? Das ist auch das Ding. Wir müssen, glaube ich, noch eine größere Wurstindustrie machen. Schweinehöfe haben wir denn insgesamt eigentlich? Wo sieht man das? Viele. Was? Schiff unter Beschuss. Ach, der hat endlich sein Dings. Was, wer schießt denn jetzt hier schon? Oh! Hier ist noch ein anderer Hafen. Machen wir kaputt. Die Ruhe wurde beendet. Achtung, Admiral anwesend. Oh, das ist nicht gut mit einem Halo. Da, die greift mir meine Schiffe da an. Guck mal gerade. Kann ich... Nicht bevor wir kriegen, was uns ja komm, 11.000 kriegst du, aber dann ist Ruhe mit der. Das war nichts. Kann ich mir jetzt gerade nicht erlauben. Wow! Alter Schiff! Wie viel Damage macht der denn? Scheiße, das wird untergehen. Wir verlieren schon das erste Schiff, obwohl wir nicht mal im Krieg sind. Also eben, zumindest an dem Haupthafen. Es überlebt! Es hat überlebt! Sehr gut. Kann natürlich jetzt nicht wirklich mitwirken. Aber wir lassen es auf jeden Fall mal da. Aber guck mal, das zählt schon zum Angriff da auf den Haupthafen da irgendwie. Haben wir schon mal ein bisschen Standhaftigkeit abgezogen hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich gucke immer mal darüber, weil da der ein anderer Bildschirm ist und da sehe ich, wie lange wir jetzt schon dran sind. Will er jetzt hier mit Schoner uns angreifen hier oder was? Was ist das denn? Was ist denn für Depp? So, wir gehen jetzt auf die Vollen hier. Zack, Kinder! Haben wir schon mal einen Teil hier. Ach, da liegt irgendwas. Kacke. Die brauchen so lange, bis die sich da nicht mal rumgedreht haben. Kann ich das hier machen? Mit solchen Kapriolen habe ich Geleitschutz. Ach komm. Weniger Angst um dich, als du denkst. Machen wir. Wo? Oh, hier unten. Nee, da komme ich doch nie heile hin. Nee, komm. Lass. Das bringt jetzt gerade nichts. Oh je, das hast du völlig vergeigt. Ja, habe ich. Nicht die Fregatte da zuerst reinschicken, bitte. Alter, irgendwie ist die Steuerung halt komisch. Vielleicht bin ich zu dumm. So, jetzt komm nochmal hier. Alles drauf. Er hier wird angegriffen. Den müssen wir gleich schnellstmöglich umdrehen. Der ist jetzt umentschieden. Nee, welcher war denn das jetzt? Ach, der hier. Er hat auch einen Besucherhafen hier, die Alte. Die Alte. Ja, Brilli. Ich hoffe, der wird jetzt hier nicht angegriffen. Jetzt ist der hier auch schon fast down. Wie weit die schießen, Alter. Oh Gott, der wird sterben. Ein Schiff wurde zerstört. Ja. Und der wahrscheinlich auch. Ah, blöd.
Blöd. Zwei Schiffe verloren, aber das hier sieht doch ganz gut aus. Komm rauf da. Alles jetzt rauf. Die Hauptinsel von der machen wir jetzt platt. Was soll das denn hier, das Rumgelumpe? So, Kontor ist platt. Macht mal die Werft hier. Das ist übrigens eine Dampfschiff-Werft hier auch schon. Da noch ein Geschütz. Hier sind auch noch zwei Geschütze. Jetzt gib halt auf. Das machen wir jetzt noch in dieser Folge. Die ist zwar schon zu Ende, aber das hier... Die Insel wollen wir noch. Leute, das wird was. Ja, wir sind doch schon hier über der weißen Flagge. Was ist denn da los? Kapitulationswahrscheinlichkeit wahrscheinlich. Ja, dann los. Das ist unmöglich. Ha! Bam. Und? Alles weg. Du alte, ey, hast keine Hauptinsel mehr. Sehr, sehr gut, Leute. Das war doch erfolgreich. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da gucke ich mal, dass es hier nicht mehr so rumleckt beim Scrollen. Und ja, bis dahin sage ich tschüss, macht es gut, passt auf euch auf und gewöhnt euch daran. Ich muss es auch. Ciao, Leute.